Die Feuerwehr Düsseldorf stellt natürlich fest, dass jetzt im Zuge der Vorweihnachtszeit Weihnachtsdekoration in den Wohnungen Einzug hält. Das sind Adventskränze, Weihnachtsdekorationen im Generellen und natürlich auch Tannenbäume. Und dort gehen natürlich Gefahren von aus. Also bei einem Entstehungsbrand, bei einem Adventskranz, empfiehlt es sich, einen Adventskranz auf eine nicht brennbare Unterlage zu stellen. Das kann eine Aluminiumschale sein. Bei einem Entstehungsbrand, bei einem Adventskranz empfiehlt es sich auch, sogenannte Blumensprühflaschen in der Nähe zu haben, die ich sofort greifen kann, um dann den Entstehungsbrand abzulöschen. Bei einem Tannenbaum ist natürlich das Brandpotenzial deutlich größer. Dort ist auch darauf zu achten, dass der Tannenbaum immer regelmäßig Wasser bekommt. Dann nadelt er nicht so früh, trocknet nicht so früh aus. Wenn ich echte Wachskerzen nutze, ist natürlich auch hier darauf zu achten, dass diese ausgemacht werden, wenn ich den Raum verlasse oder die Wohnung verlasse. Und ich sollte für eine mögliche Brandentstehung dort immer einen Eimer Wasser griffbereit haben. Besser wäre sogar noch ein Feuerlöscher. Wenn es zu einem Brand eines Tannenbaums kommt, haben wir heute gesehen, kann es relativ schnell auf die Inneneinrichtung übergreifen. Das heißt, das Feuer greift auf Gardinen, auf den Tisch, eventuell auf Möbelstücke wie Sofa, Sessel über. Und dann kann es in kürzester Zeit passieren, dass es zu einem ausgedehnten Wohnungsbrand kommt. Und der natürlich dann mit den bereitgestellten Wasserlöschern oder dem Eimerwasser, dem Feuerlöscher, nicht mehr gelöscht werden kann. Dort muss dann wirklich die Feuerwehr anrücken und das Feuer bekämpfen.